So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ich habe die Tage eine E-Mail bekommen und zwar: Hallo Herr Zitzmann, ich schaue mir immer Ihre Videos an und finde sie sehr informativ. Ich bin bei einem großen Sicherheitsunternehmen tätig, bin auch schon seit über 10 Jahren im Gewerbe und habe schon sehr viel erlebt. Und ich habe ganz unten angefangen, habe zuerst Unterrichtung gemacht, dann die Sachkunde, dann die GSSK und jetzt bin ich dabei, den Meistern über ihre Schule zu machen. Im Moment arbeite ich in der Asylbewachung. Das sind Unterrichtungssachkundige GS, Stellen. Nur ich frage mich manchmal, warum macht einer die GSSK und hat dann denselben Job wie der mit der Unterrichtung und der mit der Unterrichtung bekommt sogar teilweise mehr Geld, was ich für total unmöglich halte. Ich fühle mich da ein wenig ausgenutzt und deshalb habe ich mich entschieden, ich brauche den Meister. Dann kann ich wenigstens woanders hingehen. Vielleicht ist das ja mal ein Thema für eine Podcast-Folge. Mit freundlichen Gruß, Tino Wilksch. Ja, das ist natürlich eine offene Tür, die der Herr Wilksch hier bei mir eingerannt hat, weil er schreibt ja, dass teilweise da eben GSSK oder Sachkunde alles selber verdienen. Und da gibt es natürlich jetzt die einen, die sagen, ja, da ist der Chef, ist der Böse und der ist schuld und ich kann ja sowieso nichts ändern. Ja, und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, wenn das so ist, dann muss ich selbst was tun und eben selber vorwärts gehen. Ja, herzlich willkommen, Herr Wilksch. Ja, hi. Also mein Name ist Tino Wilksch. Bin jetzt seit weit über 10 Jahren im Sicherheitsdienst tätig, habe mich mehr oder weniger spezialisiert auf die Asylbewachung. Mhm. Also ich bin auf Deutsch gesagt so ein kleiner Workaholic, also ich reise durch ganz Deutschland, bin vom ganz oben aus dem Norden runter nach ganz Bayern gezogen. Okay. Natürlich finanziell gesehen, weil hier in Bayern verdient man einfach das Beste. Was ich aber eben halt schade finde, ist, da, wo ich halt jetzt tätig bin, ich meine, ich fühle mich relativ wohl. Also ich habe schon schlimmere Firmen erlebt als wie diese. Aber was ich eben halt immer blöd finde, ist, wenn man eine Qualifikation erreicht hat, sie aber nicht gewürdigt wird. Das finde ich traurig. Es gibt Leute, die sagen, wofür brauche ich eine GSSK? Ich kann ja mit Unterrichtung genauso viel Geld verdienen wie eine GSSK. Ja. Kann ich verstehen. Da würde ich natürlich auch keine GSSK machen. Aber ich habe mir immer gesagt, ändere ich was an mir, so kann ich was ändern. Und dadurch habe ich gesagt, egal, hier in Bayern gibt es massenweise BAföG, der Meister kostet mich gar nichts, nur ein bisschen lernen. Und mit Herrn Zitzmann, seine Bücher, damit habe ich die GSSK geschafft. Dafür schon mal recht herzlichen Dank. Nur wegen ihrer Bücher, sonst hätte ich das nicht geschafft. Also ich habe das in Eigenstudium gemacht. Keine Schule besucht, nichts. Bin zur Prüfung hingefahren, bin das erste Mal durchgefallen, habe gesagt, scheiß drauf, mach's normal. Ne? Und dann habe ich es normal gemacht. Und was ich ihm halt sagen wollte, ist ihm halt, es ist nie verkehrt, eine Qualifikation zu machen, aber nur du selbst kannst was dran ändern. Ja. Nur selber kannst du selber was ändern. Und ich habe mir gesagt, für mich ist der Weg noch lange nicht vorbei. Auch mit dem Meister wird er wahrscheinlich nicht vorbei sein, weil ich bin fast derselben Meinung wie Sie, dass Sie sagen, wenn du lernst, kannst du was erreichen. Wenn du stehen bleibst, bleibst du stehen. Ja. Entweder gehst du im Weg weiter und qualifizierst dich oder du lässt es. Ja, wir werden ab dem zweiten Halbjahr 2021 auch den technischen Betriebswirt anbieten. Hier in der Schule, vielleicht ist ja das dann der nächste Schritt, den Sie nach dem Meister dann gehen könnte. Ne? Vielleicht, wenn das ein BAföG ist. Das läuft auch über BAföG. Und ich kann jetzt nicht genau sagen. Spiel Sie nochmal. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt, ob ich das machen werde. Ich weiß nicht, das dauert bestimmt auch wieder 3 Jahre, weil ich habe die GSSK gemacht 2017. Danach habe ich 3 Jahre gearbeitet. Also ich habe in Hamburg auch ein großes Unternehmen. Also ich habe jetzt nicht nur Asylbewahrung gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht. Mhm. Aber ich habe eben halt gereist. Ne? Also war in der Firma, die Firma, das. Ja, war natürlich sehr viel Erfahrung habe ich gesammelt. Gut. Ich habe massenweise Zertifikate. Sehr gut.
So, jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie finden es schade, dass der eine oder andere Arbeitgeber das nicht zu würdigen weiß, wenn sich jemand weiterqualifiziert. Das ist ja auch ein Thema, was ich schon ein paar Mal hier im Podcast hatte, dass eben leider der eine oder andere Unternehmer denkt, möglichst sollten meine Mitarbeiter in Anführungszeichen blöd bleiben, weil dann brauche ich denen wenig zahlen und wenn es nicht passt, hole ich mir irgendjemand anders. Ja, und das ist eine Denkweise, die ich halt überhaupt nicht verstehen kann, weil ich muss ja als Unternehmer daran interessiert sein, dass meine Mitarbeiter möglichst qualifiziert sind, weil umso besser sie qualifiziert sind, umso mehr kann ich dann auch als Unternehmer wieder verlangen, hinterher beim Kunden. Aber wie gesagt, der ein oder andere Unternehmer kann eben so weit nicht denken. Und deswegen finde ich es ganz klasse, wenn Sie dann sagen, okay, da muss ich eben selbst was tun, muss eben selbst in Anführungszeichen aus diesem Sumpf dann rauskommen. Wie sind Sie denn in die Bewachungsbranche überhaupt reingekommen? Wie hat es denn angefangen? Das ist ganz gut. Also 2010 hatte ich eine Nachbarin. Ich war hammer verliebt. Ich war so Okay. verliebt. Nur sie war verliebt in einen anderen Mann. Oje. Und der Mann hat sie immer geschlagen. Und was war ich? Ihr Beschützer. Okay. Und da habe ich gesagt, geil, der Job ist geil, dann mache ich, das ist Gute. Dann habe ich angefangen mit Baustellenbewachung. Da habe ich die Unterrichtung gemacht. Dann habe ich gesagt, das reicht mir nicht. Machst nochmal die Sachkunde. Die habe ich 2013 abgelegt. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in Münster in einen großen Unternehmen reingekommen bin, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, wo immer das Geld, aber weil es Schleswig-Holstein zahlt, einfach wenig. Das ist ganz einfach. Wenn man jetzt das Bundesland guckt, wo kriegt man das meiste? Ist leider so, Bayern oder Baden-Württemberg. Woanders kriegst du eigentlich nicht so viel. Also Hamburg geht eigentlich auch noch, aber Hamburg ist das Leben sehr teuer. Das ist immer der Unterschied. Und da habe ich mir gesagt, dann gehst du runter nach Bayern. Und wo ich im Halt dann Asylbewahrung gemacht habe, hat mich sehr gelegen. Da war ich lange, da war ich fast 5 Jahre, nur Asylbewahrung. Und dann habe ich in Hamburg angeheuert bei der Elbphilharmonie. Das war natürlich was sehr Gutes. Also in der Elbphilharmonie, das ist ja Hamburgs Wahrzeichen. Habe ich im Halt Sicherheitsleitstand gemacht, dadurch, dass ich die GSSK hatte. Da war ich eigentlich auch sehr glücklich drüber, aber ich habe mir gesagt, das reicht mir nicht. Ich weiß schon alles. Und wenn ich alles weiß und nichts mehr lernen kann, sage ich, dann muss ich wohin gehen, wo ich noch was lernen kann. Und da habe ich mir überlegt, gut, dann gehst du mal wieder in Asyl, machst du es halt nochmal. Dann bin ich hier nach Deggendorf gezogen und mache halt hier in Deggendorf das Ankerzentrum mit, also als ganz normal SMA. Und habe mir gesagt, ja, gut, hier warst du eben halt angekommen. Und dann ging es um die Postenverteilung. Also wenn man eben halt jetzt zum Beispiel einen Posten macht, der eigentlich auch eine Unterrichtung machen kann, aber die eben halt trotzdem ausführt, weil diejenigen, die die Unterrichtung machen oder haben, die den Posten aber nicht machen wollen. Und ich bin nun mal einer, mir ist es egal, wo ich arbeite. Ich Okay. verdiene meinen Betrag X und ich verdiene die 12 Stunden auch so. Ich kriege mein Geld trotzdem, ob ich nun an einer Tür stehe oder vor einer Tür sitze und sage, du kommst hier nicht raus, oder ob ich jetzt laufen muss, die ganzen 12 Stunden. Ich laufe natürlich sehr gerne, ich bin gerne in der Streife, aber mir wurde gesagt, ja, du gehst im Halt in die Quarantäne, weil durch den Corona haben wir natürlich jetzt auch mehr Arbeit und weniger, teilweise, also das Personal ist gleich geblieben, aber wir haben halt dadurch mehr Arbeit, mehr Positionen zu besetzen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Und da habe ich mir gesagt, ja, nee, das reicht mir nicht. Und dann habe ich halt mich mal ein bisschen recherchiert und ein bisschen im Internet gelesen. Und ihre Schule kenne ich ja schon lange. Also ihre Podcast-Folgen gucke ich mir ja immer an. Vielen Und da Dank. habe ich mir gesagt, du bist ein Meister. Und viele meiner Kollegen sagen, ach, was willst du denn damit? Ne? GSSK reicht doch völlig aus. Ich sage, ja, mach. Und dann wird ja immer viel geredet darüber. Ja, was willst denn du schon mit GSSK? Ich sage, Alter, hier wird das eigentlich verlangt vom Unternehmen, also vom Kunden wird verlangt, dass du GSSK hast. Ist ja unrelevant, ob du sie hast oder nicht. Also, aber du musst als Kunde, wenn der Kunde sagt, du brauchst das, brauchst du es. Weil der Kunde ist König, bin ich der Meinung. Für mich ist eben halt der Kunde König und nicht der Unternehmer, sondern der Kunde ist der König. Wenn der Kunde sagt, der Unternehmer muss laut Vertrag das und das erfüllen, muss es haben.
Und das ist natürlich immer ein bisschen schade. Und was ich ihm halt auch schade finde, ist, ja, GSSK, was ist denn das schon? Da habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn du sagst, GSSK ist nichts, gerne, kein Problem. Fahr zur Prüfung, mach sie. Mal gucken, ne? Dreimal so durchgefallen. Klasse, klasse, ne? Das ist ja das, was ich auch schon mehrfach im Podcast gesagt habe. Immer die, die dann sagen, was bringt mir der Meister, was bringt mir die GSS? Wer sind diese Leute? Sind es Leute, die selbst GSS sind? Sind es Leute, die selbst Meister sind? Meistens nein, sondern es sind Leute, die nur eben Angst haben, der andere wäre dann besser qualifiziert oder sie können nicht mithalten oder wollen es einfach schlecht reden, weil sie dann keinen Bock oder drauf haben oder es eben nicht schaffen würden, wie jetzt bei dem Beispiel von Ihnen. Also wie gesagt, ich finde diese Denkweise, das Mindset von Ihnen ist super toll. Aber jetzt gibt es ja, also Sie haben nicht nur gesagt, Sie wollen sich weiterqualifizieren, sondern Sie haben sogar noch gesagt, okay, ich gehe jetzt von Hamburg nach Deggendorf. Das ist ja, also viel weiter auseinander in Deutschland geht es ja gar nicht. Was für eine Denkweise muss man haben, dass man sagt, okay, ich will was erreichen, okay, ich gehe jetzt von Hamburg nach Deggendorf. Das ist für mich Wahnsinn.